um sie zu kloppen. Naja, egal. Jetzt können wir auf jeden Fall hier lang. Snapper haben wir noch Chancen gegen den Ork. Stehen unsere Chancen relativ schlecht. Wir gehen jetzt noch über den Fratzengeballer, der sich dann hier ab. Nicht da ist nichts zu holen. Das bringt auch mal wieder ein Level ab. Sehr fein. Leichte Gefahr. So. Wollen wir mal sehen. Vielen Dank. Schattenläufer, die müssen wir nicht unbedingt aufschrecken. Nichts zu holen. Kann natürlich auch sein, dass wir das Vieh jetzt auch umhauen können. Das wäre natürlich vorteilhaft. War nicht unbedingt nötig. Dementsprechend knapp war. Besagter Sockel. Und hier ist der Eremit, mit dem können wir gleich reden. Das machen wir hier ganz geiles Blatt. Wir flogen ins Gebäude, etwas stärker. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Schönen Schatz ausgraben hier. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Trank, der Beutel, noch ein Trank. Sehr schön. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Inos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut.
Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Sehr schön, was hat denn da gegeben? Eine des Geschicks. Die braucht er wohl nicht. Neun Fokus holen, wir müssen noch zwei aktivieren. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich, hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Kommen wir kurz zum Canyon zurück. Brandon ein bisschen Stärke bekommen. Je mehr Stärke, desto bessere Waffen wir tragen und weiter vorankommen wir mit unserer Mission dann auch. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Bring mir was bei. Komm wieder. Boah, das ist ätzend. Kostet jetzt schon 15 Lernpunkte. Nein, ich hätte das anders gedacht. Hätten wir das natürlich früher gewusst, hätten wir uns den Weg gespart. Diesmal werde ich mehr darauf achten. Egal, so schlimm ist das nicht. Geht's jetzt erstmal wieder zurück. Ich will jetzt endlich mal mit den Steinviechern aufnehmen. Mit dem einen Viech. Ging auf jeden Fall schon mal besser. Okay.
dieses kleine bisschen an Erfahrung hilft ja bekanntlich. Dem auch schön erledigt. Hey, du. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Adanos. Gehen wir jetzt erstmal kurz pennen. Hey, du. Wegen der Herrenhäuser. Ja? Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen.